In diesem Video wollen wir auf den Begriff Algorithmus etwas näher eingehen. Wir haben das Wort sehr oft benutzt, wir haben immer von Algorithmen gesprochen, aber was ist eigentlich überhaupt ein Algorithmus? Das Wort an sich kommt von einem bekannten Rechenmeister und Astronomen, einem persischen, der hieß Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. So wird es zumindest Pi mal Daumen in unseren Bereichen ausgesprochen. Dass sein Buch, das ungefähr 800 irgendetwas in Persien, in Bagdad geschrieben wurde, wurde in Latein übersetzt, ein bisschen später natürlich. Und es war tatsächlich einer der ersten Bücher in Europa, die über das schriftliche Rechnen berichtete oder überhaupt das einführte in Europa. Das heißt, davor haben die Leute hierzulande meistens nur mit lateinischen Ziffern und Zahlen gerechnet und das ging gar nicht so bequem. Man musste es im Kopf rechnen und danach wieder aufschreiben. Und über verschiedene Arten, wie man eigentlich rechnet, wie zum Beispiel multipliziert oder dividiert und so weiter, das stand zum allerersten Mal in dem Buch von diesem Al-Khwarizmi. Und später wurde davon Al-Khwarizmi Algorithmi, so wurde es auf Latein ausgesprochen, und langsam mit Vermischen von anderen Einwirkungen ist daraus ein Algorithmus geworden. Und ein Algorithmus bedeutet eine Abfolge von Rechenschritten, die zu einem bestimmten Ergebnis führen. Algorithmen in der Informatik gibt es natürlich extrem viel. Alles, was wir kennengelernt haben, jedes einzelne Programm, das Sie oder wir geschrieben haben, ist an sich eigentlich ein Algorithmus. Wir haben irgendwelche Eingaben bekommen. Diese Eingaben wurden verarbeitet in irgendwelchen ganz bestimmten Schritten, die aufeinander folgten, um am Ende irgendein Ergebnis zu bekommen. Um das zu visualisieren, und zwar ohne die Hilfe von bestimmten Programmiersprachen, wurden die sogenannten Flussdiagramme entwickelt. Das werden wir uns jetzt gleich ansehen, und zwar anhand von einem sehr einfachen Beispiel, das wir bereits besprochen haben und Sie als Übungsaufgabe hatten, nämlich die Schaltjahrberechnung. Wie wird ein Schaltjahr berechnet? Wenn ein Jahr durch 4 dividierbar ist, ist es ein Schaltjahr, allerdings nicht, wenn es auf 0,0 endet, sprich durch 100 dividierbar ist, aber wiederum ein Schaltjahr ist, wenn man es mit 400 teilen kann. Wie sieht diese Berechnung aus, wenn wir es nicht in Programmiersprachen ausdrücken, sondern mit einem Flussdiagramm? Am Anfang kommt als Eingabe ein Jahr. Eingaben in Flussdiagrammen werden immer in solchen geneigten Kästchen dargestellt. Dann gibt es 2 mögliche Ausgaben. Das Ende dieses Programms sollte entweder sagen, das ist ein Schaltjahr oder das ist eben kein Schaltjahr. Die sogenannte Terminale oder das Ende von dem Programm wird immer in solchen abgerundeten Kästchen dargestellt. Dann kann man natürlich auch Verzweigungen einbauen. Unsere altehrwürdigen If-Verzweigungen werden durch solche Rauten dargestellt, wobei von jeder Seite kann sozusagen eine mögliche Antwort rauskommen. Als allererstes fragen wir, ob dieses Jahr, die Variable a-Ja, die uns als Eingabe vorliegt, durch 4 dividierbar ist. In unserem Fall bedeutet das Modulo 4 ist gleich 0. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es eben kein Schaltjahr und da brauchen wir überhaupt nicht weiter zu gucken. Wenn das allerdings dividierbar ist, teilbar ist, dann müssen wir nachschauen, ob es durch 100 teilbar ist. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann man sofort sagen, das ist ein Schaltjahr, alles prima. Zum Beispiel 1996, das ist offensichtlich nicht durch 100 teilbar. Aber wir haben auch noch die dritte Bedingung, dass es eben, falls es durch 100 dividierbar ist, dass es nicht durch 400 teilbar ist. Und das ist unsere dritte Verzweigung oder dritte Bedingung in diesem Fall. Und da sind die Möglichkeiten wieder zu sagen, nein, das ist nicht der Fall, dann ist es eben kein Schaltjahr oder ja, das ist ein Schaltjahr. Hier sehen Sie wirklich eine sehr verallgemeinerte Art und Weise, wie man Algorithmen darstellen kann. Mit solchen, mit den Pfeilen sagt man, wohin geht es weiter. Und im nächsten Video werden wir bereits ein anderes Beispiel sehen, wie man zum Beispiel auch Schleifen hier einbaut.
Was wir hier aber nochmal drauf eingehen wollen, ist erstens, was gibt es alles für Symbole in den Flussdiagrammen? Es gibt zwar mehr, als was ich Ihnen zeige, aber das sind die Hauptsymbole, die man wirklich kennen muss. Ein ganz bestimmter Prozess, also eine Berechnung an sich, wird in einem ganz normalen Rechteck dargestellt. Das Ende oder das sogenannte Terminal wird eben mit abgerundeten Ecken dargestellt. Das heißt, das war's, danach passiert gar nichts mehr. Eine Verzweigung oder eine If-Bedingung wird in der Raute dargestellt. Input oder Output. Output ist ja nicht unbedingt das Ende des Programms. Das kann auch sein, dass es zwischendurch irgendeine Ausgabe stattfindet. Das wird in so einem geneigten Ding dargestellt. Und dann gibt es die Möglichkeit, mit diesem komischen Rand an den beiden Seiten links und rechts einen externen Prozess darzustellen. Ein externer Prozess bedeutet, dass es so wie eine Art Funktion, die woanders dann spezifiziert wurde. Das heißt, in diesem Flussdiagramm wird das nicht näher erläutert, aber irgendwo sonst kann man es dann finden. Und dann gibt es drei wichtige Begriffe, die mit Algorithmen zusammenkommen, die wir hier kurz ansprechen wollen. Erstens gibt es die sogenannten deterministischen Algorithmen. Deterministischer Algorithmus ist zum Beispiel unsere Schaltjahrberechnung. Deterministisch bedeutet, dass egal welche, dass die Abfolge der Schritte ganz klar und deutlich definierbar ist. Das heißt, es hängt natürlich von der Eingabe ab, aber wenn man die gleiche Eingabe mehrmals reinfüttern würde, dann ist die Abfolge der Schritte absolut klar definiert und absolut die gleiche. Das heißt, wenn ich mehrmals mit 1996 die Schaltjahrberechnung anwerfe, dann wird er mir immer wieder genau die gleiche Ausgabe geben. Und zwar nicht nur die Ausgabe, sondern tatsächlich die Abfolge der Schritte ist auch gleich. Dann gibt es wiederum die nicht-deterministischen Algorithmen. Nicht-deterministische Algorithmen sind manchmal genannt auch randomisierte Algorithmen. Es gibt aber auch nicht randomisierte, nicht-deterministische Algorithmen. Das bedeutet prinzipiell, dass egal wie oft ich die gleiche Eingabe dort reinfüttere in dieses Algorithmen, in diesen Algorithmus, dass die Ausgabe eventuell unterschiedlich sein könnte. Das heißt, es läuft irgendwelche Wege ab, die von vornherein nicht ganz klar sind. Das passiert ganz allgemein oder ganz trivial. Immer wenn ich irgendeinen randomisierten Schritt da drin habe, wenn ich zum Beispiel mich immer randomisiert für links oder rechts entscheide, irgendwie im Algorithmus oder für eine ganz bestimmte Zahl, dann ist es der Algorithmus eben nicht deterministisch. Und das dritte Begriff sind die sogenannten terminierenden Algorithmen. Ein terminierender Algorithmus ist ein Algorithmus, der irgendwann endet. Das ist wichtig, denn Sie kennen wahrscheinlich schon alle aus Erfahrung, vielleicht nicht ganz so guter Erfahrung, die sogenannten Endlosschleifen. Das heißt, irgendwie kommt zum Beispiel in einer While-Schleife, kann es dazu sehr einfach kommen, wenn ich die Bedingung, die ich überprüfen sollte, eigentlich überhaupt nicht ändern kann. Zum Beispiel sage ich i gleich i größer 0 und dann ändere ich aber in der Schleife i eigentlich gar nicht mehr. Das ist ein typischer Fehler für eine While-Schleife, nicht nur für Anfänger übrigens, sondern auch für sehr fortgeschrittene und erfahrene Programmierer. Und da kommt es zu einer Endlosschleife oder eben zu einem nicht terminierenden Algorithmus. Solche Algorithmen sind meistens nicht gewollt, es sei denn, dass es der Spezialfall ist, wie zum Beispiel in einem Betriebssystem oder in einem interaktiven Algorithmus, der nur dann beendet wird, wenn der Benutzer das möchte. Das heißt, wenn ich immer wieder etwas abfrage, wie in einem Terminal zum Beispiel auf dem Rechner, das Programm beendet sich nicht selbst irgendwann, sondern erst, wenn ich auf Kreuzchen oder auf Ende drücke. Das ist auch ein nicht terminierender Algorithmus, aber eben ein Spezialfall, das heißt ein gewollt nicht terminierender Algorithmus. Diese drei Begriffe sollten Sie sich merken. Die sind wichtig, um wirklich bestimmte Algorithmen zu bezeichnen und eben auch mitreden zu können. Dankeschön.